Wie nennt man ein junges Pferd? Fohlen. Fohlen? Ja, ein Fohlen. Sehr schön, danke schön. Wie viele Karten hat ein Skatspiel? Ach du Scheiße. Oh, ich habe noch nie Skat gespielt, ehrlich gesagt. 12? 32. Was bedeutet Sir vor dem Taufnamen in England? Also Sir. Ach, die Definition Sir. Ach, ist das nicht, wenn das ein Mann ist und der irgendwie so ein bisschen adelig ist? Mhm. Oder? Ja. Ein Adelstitel, sehr schön, wunderbar. Was ist ein Collier? Ein Collier, eine Halskette. Eine Halskette, ja. Richtig, sehr schön, wunderbar. Was ist ein Matador? Das ist irgendwas? Ein Tier? Historisches. Warte, ich weiß es nicht. Ich gebe euch einen Tipp, Stier. Ah, das ist der Stierkämpfer, oder? Ja. Sehr schön, wunderbar. Was ist ein Pseudonym? Ein Pseudonym ist ein, zum Beispiel... So ein Deckname. Genau. Ja, ein Deckname. Perfekt, Deckname, wunderbar, sehr schön. Was ist ein Scalp? Ein Kopf, oder? Der Kopf? Zum Beispiel, wenn man sich die Haare abrasiert oder so, ist das dann nicht... Oder wenn man... Das ist nicht einfach die... Der Kopfknochen, ja, dieser, wenn jemand stirbt und man an diesem ganzen Kopf. Ja, genau. Kopfhaut mit Schopf, also fast richtig. Ja. Was ist eine Fata Morgana? Das ist in der Wüste, weil man da so eine Erscheinung hat. Mhm. Ja. Was nicht da ist, genau, wunderbar. Was nennt man beim Wein Bouquet? Oh. Unten dieser, oder? Dieser Eimer, wo man den reinstellt, damit der kühl bleibt? Nein, der Duft des Weines. Okay, oh. Nee, das wussten wir jetzt nicht. Was sind Initialien? Einzelne Buchstaben mit Punkten, die eine Abkürzung für irgendwas sind. Ja, zum Beispiel. Oder halt von einem Namen die Abkürzung, genau, also halt einfach. Der erste Buchstabe vom Vorname und der erste vom Nachnamen. Perfekt, genau, habt ihr richtig gut erklärt. Wozu dient eine Longe? Das ist beim Pferd, ja, wenn das im Kreis läuft. Genau, wunderbar. Gut, kommen wir schon zur letzten Frage. Wie nennt man wissenschaftlich den Zustand völliger Leere? Vakuum. Perfekt, Vakuum, ganz toll gemacht. Hier könnt ihr euch das in ein paar Tagen, ist das auf meiner Homepage und auf YouTube, könnt ihr euch gerne angucken. Super. Dankeschön, euch schönen Tag. Ciao.